Hallo, willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es mal wieder um ein Balkonkraftwerk. Die Stammzuschauer meines Kanals wissen ja, ich habe auf dem Flachdach meiner Garage das meiner Meinung nach beste 800 Watt Balkonkraftwerk stehen. Ich habe das Yuma Flat 800 Pro. Das Ding ist richtig klasse. Mein Nachbar Stefan hat das 840 Pro, auch von Yuma, mit Bifazialmodulen. Und hier befinde ich mich jetzt in der Wohnung von meinen Nachbarn schräg gegenüber, von Ina und Peter. Ina und Peter haben sich entschieden, die wollen auf jeden Fall ein Balkonkraftwerk haben. Die haben die Erträge von mir gesehen, die haben die Erträge vom Stefan gesehen. Was liegt näher, als ein Balkonkraftwerk zu kaufen? Wir werden das hier auf das Ziegeldach montieren, nicht wir. Der Lebensgefährte meiner Nachbarin Peter, der wird es montieren. Und ich schaue mir das mal aus sicherer Nähe an. Was haben wir uns hier gekauft? Wir haben uns entschieden für, das bringt jetzt nicht viel, die Kenner unter euch werden es wissen, die Bifazialmodule bei einer Ziegeldachmontage bringen nicht so viel Mehrertrag. Was hier als Mehrertrag zu sehen ist, das ist die Garantiezeit. Die blende ich euch jetzt mal unten ein. So lange haben wir nämlich Garantie auf die Bifazialmodule. Die sind nämlich von der Firma Yuma, das ist kein Zwischenhändler, gar nichts, die sind von Yuma gebrandet worden. Sollten jetzt einige von euch denken, hat der da irgendwie ein Balkonkraftwerk gestellt bekommen? Nö, wir haben da mal was vorbereitet. Das ist die Rechnung. Meine Nachbarn haben sich diese Anlage komplett bei der Firma Yuma gekauft. Solltet ihr auf der Suche nach einem Balkonkraftwerk sein, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort setze ich euch mal einen Gutscheincode hin. Aktuell bekommt ihr da richtig interessante Rabatte. Schaut einfach mal rein. Ja, wir bauen jetzt auf, nicht wir. Peter ist schon fleißig dabei. Peter, klappt sie gut aus? Ja, bitte. Geht alles wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, ich trinke mal eben Kaffee. Peter schraubt hier weiter. Tja, da kommen wir jetzt mal zur Frage, wo wollen wir das überhaupt hier montieren? Dort seht ihr mein Balkonkraftwerk. Das ist ein Solarpanel. Das ist jetzt hier mein Garten. Jetzt gehen wir mal eben rüber zur anderen Seite, weil Stefans Balkonkraftwerk seht ihr hier. Wir werden es montieren hier oben. Peter ist schon im Anschlag bereit. Oben über die Gaube hier als Ziegeldachaufbaumontage. Dort werden wir montieren. Aber ich bin kein Dachdecker. Ich kann euch auch nur warnen, wenn ihr davon keine Ahnung habt, lasst das hier durch qualifiziertes Fachpersonal machen. Krabbelt da nicht auf dem Dach rum. Nicht, dass ich noch von irgendeinem schweren Unfall lese. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Sag mal, Peter, was hast du eigentlich für einen Job gelernt? Ich bin noch immer Dachdecker. Das sind doch mal ideale Startvoraussetzungen. Und viele werden jetzt in die Kommentare schreiben, ja, du und die Firma Yuma, du lobst die Firma Yuma ja so über den grünen Klee. Ja, das mache ich auch jetzt hier wieder, weil wir haben hier ein Komplettset. Hier ist alles enthalten. Wir haben Halter, wir haben Schrauben, wir haben die Halter für die Solarpaneele, für Ziegeldachmontage hier alles mit bei. Wir brauchen hier nicht in den Baumarkt rennen, um noch irgendwelche Schräubchen zu kaufen oder was auch immer. Und das ist für mich ein weiterer Grund, warum ich hier die Firma Yuma immer nur positiv hervorloben kann. Die haben hier ein Set entwickelt, da sind alle Komponenten komplett aufeinander abgestimmt. Das passt hier. Und das Wichtigste für uns alle, das ganze Ding ist hier rechtlich zugelassen. Und die Anleitung, die hier beigelegt wurde, die ist so detailreich. Aber wir haben hier jetzt das erste Projekt. Wir machen aus zwei kurzen Schienen, machen wir eine lange Schiene. Auch hier, ihr könnt euch hier, Peter, zeig mal eben kurz einmal in das Profil. Ihr seht hier ganz genau in der Anleitung, ihr könnt euch nicht vertun. Das ist sowas von Peter sicher dokumentiert in der Anleitung. Nein, Quatsch, Schatz beiseite. Die Anleitung, die ist so detailreich, ihr könnt euch hier nicht vertun. Doch bevor wir jetzt oben irgendeinen Dachhaken montieren, haben wir erstmal an einer frei zugänglichen Stelle, hier kommen wir natürlich neben der Gaube wunderbar ran und haben erstmal eine Testmontage hier von einem Haken gemacht. Den haben wir nicht fest montiert, sondern der Peter hat diesen Haken hier erst einmal nur provisorisch mit einer Schraube verschraubt, sodass man hier erstmal überprüfen kann, geht das mit diesen Dachpfannen überhaupt. Der Peter nimmt die jetzt mal eben raus und wir mussten dort eine Kleinigkeit verändern. Und zwar seht ihr es, hier
musste mit einer Flex, wir haben eine Flex mit Diamantscheibe genommen, diese Erhöhung, ich zeige euch das mal hier so ein bisschen, seht ihr es, die musste weg. Weil ansonsten, wenn wir den so lassen, haben wir natürlich das Problem, die Dachpfanne, die steht hier viel zu hoch ab. Die würde dann zum Beispiel so abstehen. Und das ist natürlich eine Sache, die darf so nicht sein. Und das hier ist jetzt eine Testung. So können wir das wunderbar hier auflegen. Jetzt kommt sogar die Sonne raus, die wartet, dass die Paneele montiert werden. Und wir haben hier einen perfekten Abstand zur oberen Pfanne. Und ganz wichtig, die Halterung darf nicht auf die untere Pfanne drücken, weil ihr müsst bedenken, wir haben noch Schneelast, was auch immer, die auf die Module drückt. Und hier haben wir jetzt wunderbar Spiel zwischen. Ich zoome euch das hier mal ein bisschen näher heran. Der Halter liegt nicht auf der Pfanne. Wir haben hier Spiel, dass es auf jeden Fall ausgeglichen werden kann. Und das hier mit der Vormontage, auf den Trichter kam jetzt der Peter. Also muss ich sagen, das ist eine super Idee gewesen. Tja, und jetzt würde ich sagen, Peter, jetzt geht's los. Tja, und der Peter zeigt uns jetzt, wie man eine überbauende Leiter hier in die Dachziegel montiert oder sich einbaut. Man darf auf gar keinen Fall auf die Dachziegel marschieren. Aber wie gesagt, hier empfehle ich euch, nehmt einen Dachdecker mit dazu, bevor hier irgendwas passiert. Das zeige ich euch jetzt auch nur, weil Peter ja ein gelernter Dachdecker ist. Und er baut sich hier jetzt den Weg einfach nach oben. Wir haben jetzt ja den Vorteil, wir brauchen nicht ganz nach oben. Wir gehen ja über die Dachgaube. Dort wird Modul 1 und 2, und Peter ist schon oben. Das ging ja schnell. Also, gut, dass wir einen Dachdecker am Start haben. Ah, Peter! Dann kommen wir jetzt mal zur Montage der Dachhaken. Und hier sehe ich wieder, dass ich bestätigt wurde, ein Komplettset bei der Firma Juma zu kaufen. Ihr seht das hier, Peter montiert gerade einen von 6 Dachhaken. Wir werden hier die Paneele parallel montieren. Ihr seht auch, Peter hat erstmal einen Zollstock zwischen Halter und Dachpfanne gesetzt. Warum? Ganz einfach. Die Halter dürfen gleich keinerlei Kontakt zur Dachpfanne haben. Ich zeige euch das mal an einer anderen schon montierten Stelle. Und zwar hier. Hier seht ihr es. Dieser ist jetzt komplett montiert. Die Halter, die hier in dem Set der Firma Juma dabei sind, sind einmal hier in der Höhe verstellbar und wir haben hier dort verschiedene Aufnahmepunkte. Das Schlimmste, was passieren könnte, wenn der Halter Kontakt zur Dachpfanne hat. Ihr müsst euch vorstellen, wenn hier mal irgendwie Schneelast draufkommt, was auch immer, auf euer Solar-PV-Modul, dann bewegt sich der Halter. Und wenn der hier Kontakt zur Dachpfanne bekommt, dann platzt euch diese Dachpfanne weg. Und der Peter hat das hier mit dem Zollstock sowas von perfekt ausgemessen. Das ist absolut frei. Auch hier sieht man es wieder. Der Zollstock dient dazu, dass der hintere innere Halter, diese Halbrundung, nicht an die Oberkante der Dachpfanne kommt. Auch der Halter hier, ich zoome euch das mal eben näher ran. Wir haben hier zwischen Halter und Dachpfanne noch so viel Platz, dass wenn bei Schneelast hier der Halter sich so ein bisschen bewegt, keinerlei Kontakt zur Dachpfanne hier vorliegt. Und jetzt kommt die Geschichte, die ich gerade schon angesprochen habe. Bei diesem Befestigungsset habt ihr die Einstellung hier über die Höhe, die ist hier möglich. Und das ist nicht bei jedem Halterset so gegeben. Peter probiert es auch, wenn jetzt hier Windlast oder Schneelast auf den PV-Modulen vorliegt, keinerlei Kontakt zur Dachpfanne. Achtet darauf, hier arbeitet ganz penibel. Und ich muss sagen, Peter, das hast du richtig gut gemacht. Danke. Das war nämlich der letzte Halter. Wir haben alle 6 Halter hier montiert. Und wir bekommen von Peter noch mal einen kleinen Tipp, wie ihr das auch überprüfen könnt. Der Peter nimmt einen Zollstock und der muss unter diesem Halter so viel Kontakt, so viel Freiraum zur Dachpfanne haben, dass man den locker hin und her schieben kann. Und so haben wir hier auch keinerlei Probleme. Und jetzt kommt es zum Schleifen von der Dachpfanne. Hier müssen wir jetzt natürlich ein kleines Stück wegnehmen. Ihr seht es auch, hier die Dachpfanne ist zu hoch. Das kann so nicht bleiben. Die muss komplett exakt aufliegen.
Und jetzt wird es noch mal interessant. Es dürfen nicht alle Dachpfannen geschliffen werden. Diese Dachpfanne, die darf geschliffen werden, aber auch nur vorsichtig, dass wir die Breite hier wegnehmen, weil ja hier der Halter jetzt hinzugekommen ist. Tja, Peter, ich würde sagen, jetzt geht's los. Schmeiß die Flex an. Tja, und wir zeigen euch jetzt mal eben das Ergebnis. So sah die Pfanne vorher aus. Peter hat hier exakt gerade abgeschliffen, weil jetzt kann er nämlich die Dachpfanne hier wieder einsetzen, so wie die reinkommt. Und Peter hat natürlich hier darauf aufmerksam gemacht, dass ich auf jeden Fall erwähnen soll, dass das Ergebnis gleich wie folgt ist. Und das schauen wir uns jetzt mal eben hier an. Schaut mal hier so. Ich zoome euch das mal eben ein bisschen näher heran. Die Dachpfanne selber. Ich gehe mal eben zur anderen Seite. Moment. So, Peter, einmal zur Seite. So. Hier seht ihr das. Ergebnis ist absolut perfekt. Hier steht nichts hoch. Das Schlimmste wäre, Peter, kannst du die mal so ein bisschen hier annehmen? Wenn das Ergebnis jetzt übertrieben so aussehen würde, dass die Dachpfanne viel zu hoch steht. Die muss komplett, wenn der Peter die einfach mal loslässt, eine absolute Verbundeinheit ergeben, wie das Ganze vorher war. Und ich muss sagen, das sieht nach einem richtig top Ergebnis aus. Ich bin froh, dass ich Manpower in Form von Peter am Start habe. Und jetzt bin ich ausnahmsweise mal im Weitwinkel, damit ihr hier auch alle Dachhaken einmal seht. Wir haben hier sichergestellt, keinerlei Kontakt vom Dachhaken zu einer unten liegenden Dachpfanne. Hier kann im Sturmfalle, wenn hier alles verschneit ist, nichts passieren. Wir gehen jetzt schon her und montieren hier die Schienen. Und bei der Montage von der Aufnahmeschiene für die PV-Module haben wir hier auch wieder einmal eine Höhenverstellbarkeit. Und wir haben hier, ihr seht das, das ist hier noch locker, auch noch eine Möglichkeit, das komplett gerade einzustellen. Und dann kommt die Aluleiste einfach, hier wird die fest verschraubt. Das machen wir jetzt mal eben. Und dann zeige ich euch hier, oder wir gucken dem Peter einfach zu. Peter verschraubt die ganze Geschichte jetzt mal eben, dass wir hier gleich auch ein komplett gerades Ergebnis haben. Hier seht ihr es. Ich zoome mal eben ran, dann seht ihr das ganz genau. Die Nut nimmt hier die Schiene komplett auf. Und wir haben hier ein absolut gerades Ergebnis. Okay, bitteschön. Ich bin ja wichtig am Film, Peter. Na gut, jetzt greife ich hier auch mal ein. Etwas kannst du doch auch machen, oder? Ja, okay, ich habe hier die Bauaufsicht. Hier jetzt nochmal für euch im Weitwinkel das fertige Ergebnis. So sollte es aussehen und jetzt geht es schon Richtung PV-Module. Wir haben jetzt ein PV-Modul aufgehangen und jetzt kommt der Wechselrichter. Hier haben wir die Frage, sollen wir den an das Modul montieren oder an die Schiene? Wir haben uns hier entschieden, den an diese Schiene zu montieren, sodass der natürlich auch windgeschützt ist. Nicht in der windgeschützt ist egal, aber der darf nicht in der prallen Sonne stehen. Und der wird montiert. Das ganze System zeige ich euch mal eben an der unteren Leiste, wie einfach das Ganze hier funktioniert. Und wenn wir den Wechselrichter montieren direkt an das PV-Modul, sind ja im Lieferumfang diese Halter hier enthalten. Wir wollen aber direkt an die Aufnahmeschiene der Solarpaneele gehen. Wir brauchen dazu nur einen kleinen Punkt. Und zwar das Ding hier. Diese Schraube, Unterlegscheibe und die Mutter. Und wie einfach das hier funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal eben. Hier nutze ich mal eben die Öffnung von Peter, die hat er noch drin gelassen, weil hier in diesen Aufnahmeschienen der PV-Module sind von unten, ja, hier seht ihr es ganz gut, ist hier eine Nut drin. Da können wir jetzt einfach die Schraube rein und verdrehen. Das war die ganze Geschichte. Und jetzt wird der Wechselrichter montiert. Natürlich jetzt nicht hier an der unteren Schiene, nein, Peter montiert den da oben an der Schiene. Peter, viel Spaß. Danke. So, Wechselrichter hängt. Erste Modul ist auch schon angeklemmt. Und ihr seht, wie viel Abstand wir hier noch zu den Dachpfannen haben. Hier muss natürlich auch noch ein bisschen Platz sein. Der Wechselrichter sollte oder darf hier nicht direkt auf den Dachpfannen anlegen. Ich versuche euch da mal so zu filmen. Da
Da seht ihr, wie viel Platz wir hier noch haben. Jo, das war der Wechselrichter. Jetzt kommt schon das PV-Modul Nummer 2. Bevor das zweite PV-Modul allerdings montiert wird, hier haben wir einen weiteren Battery-Stecker. Der bleibt ja hier in diesem Falle offen. Dementsprechend muss hier die Endkappe rein, dass hier keine Feuchtigkeit in diesen Battery-Stecker eindringen kann. So, kann nichts passieren. Und jetzt wird der zweite Mops draufgeschmissen. Zweite PV-Modul hängt und der Peter zeigt euch jetzt mal dieses absolut geniale System. Dieser Halter kommt hier einfach auf die Schiene, er setzt den ein und jetzt achtet mal unten auf die Mutter unten. Die ist sofort umgesprungen und schon wird die hier mit einem Imbusschlüssel festgezogen und das war's. Also diese Dachmontage ist bisher ein absolutes Kinderspiel. Genau, da unten seht ihr auch eine Feder, die wirft diese Mutter, dieses Gegenstück sofort rum. Das war's. Das Ding ist fest. Unglaublich. Ruppel mal dran, Peter. Reiß es ab. Oh, da passiert gar nichts. Achso, Peter, wir haben heute vergessen. Was denn? Da sind ein paar Löcher im Dach. Da und da. Und lassen. Machen wir nächstes Jahr. Machen wir nächstes Jahr, ja. Tja, das ist soweit schon alles montiert. Das Einzige, ja. Hier sind Endkappen drauf. Da wissen wir nicht genau, was wir damit anfangen sollen. Die lassen wir jetzt erstmal ab. Jo, jetzt geht's los. Hier kommt jetzt nur noch der Stecker drauf. Richtig, genau. Schon hat es geklackt. Und den muss man jetzt natürlich so weit verlegen, dass hier ja, die Sache auch halbwegs vernünftig aussieht. Peter hat genau den Gedanken, den ich auch durchgeführt hätte. Und jetzt gehen wir mal eben die Montageanleitung durch. Warum solltet ihr darauf achten? Ganz einfach, das sind hier Garantiebedingungen. Die Dachhaken dort und dort mindestens 90 cm auseinander haben wir gemacht. Wir haben hier nicht die Möglichkeit, den Dachhaken etwas weiter hinein zu montieren. Die Holzlatten, die nennt man auch Sparren, die sind hier 63 cm auseinander. Gehen wir hier in den nächsten Sparren rein, haben wir dieses Maß, 60 cm. Und ihr seht es hier, in der Garantie, in der Montageanleitung steht maximal 45 cm. Damit wir die einhalten konnten, diese 45 cm, mussten wir ganz nach außen gehen. Das nächste Maß, was auch wichtig ist, Unterkante PV-Modul zur Schiene, mindestens 15 cm. Die haben wir hier auch eingehalten. Und so erfüllen wir jegliche Garantiebedingungen. Und den Wechselrichter haben wir ja hinten an der Schiene montiert. Wir hätten den auch an eines der Module hier montieren können. Aber dann hätten wir, ich zeige euch mal die Sicht von weiter hinten, hier mitten zwischen den PV-Modulen diese Halter des Wechselrichters. Und das wollten wir eigentlich nicht. Aber so finde ich das doch viel schöner, so wie das jetzt hier von größerer Entfernung aussieht. Tja, hier haben wir einen Dachdecker am Start. Peter verstaut das überschüssige Kabel erstmal unter den Dachziegeln. Das ist natürlich auch eine tolle Geschichte. Deswegen nehmt auf jeden Fall fachliche Kompetenz in Form eines Dachdeckers hinzu. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo wir die ganze Geschichte hier ans Hausnetz anschließen. Tada! Und jetzt müssen wir natürlich noch den Mikrowechselrichter, den müssen wir aktivieren. Das Ganze hier über die DTU W-Lite, das werde ich euch jetzt in diesem Video nicht zeigen. Ich habe da schon ein separates Video drüber gemacht, das würde den Rahmen hier sprengen. Das Video seht ihr gerade oben in der Ecke. Des Weiteren Anmeldung im Marktstammdatenregister sind wir gerade dabei. Und der Netzbetreiber muss auch Stand jetzt informiert werden. Auch das machen wir. Natürlich, damit die Anlage hier auch angemeldet werden kann. Mit der DTU-Lite könnt ihr ja die Anlage drosseln und ihr habt eure Ertragswerte. Und wir gehen jetzt zum PC. Angemeldet ist die Anlage, alles läuft. Wir haben jetzt heute, schauen wir doch mal auf das Datum. Wir haben heute, so Fokussierkamera, den 12. November. Wir haben jetzt 12.08 Uhr. Und ihr seht, die Anlage produziert jetzt Mitte November noch 268,3 Watt. Das ist ja mal ein unglaublicher Wert. Tja,
Und das war auch schon unser Video, wie ihr ein Balkonkraftwerk als Ziegeldachmontage richtig installieren könnt. Ich hoffe, ich war in diesem Video nicht zu ausschweifend, aber wir wollten euch, Peter und ich, so viel detailreiche Informationen geben, damit ihr genau wisst, worauf man hier achten soll. Ich muss dazu sagen, Peter selber, du bist belgischer Staatsbürger. Du, die Muttersprache bei dir ist Flämisch. Flämisch, Französisch und leicht Deutsch. Dafür spricht er hervorragend Deutsch. Ja. Peter, das hast du echt super gemacht. Ich bin total begeistert. Ach so, was ich noch sagen möchte. Ihr habt gesehen, bei der Dachhakenmontage, es gibt Sets von Balkonkraftwerken, da sind starre Dachhaken dabei. Du hast selber gesehen, wir müssen, die Höhe muss eingestellt werden, die Tiefe, die Dachpfanne darf nicht, die untere Dachpfanne darf nicht in Berührung mit einem Dachhaken kommen. Genau. Es reißt ein und irgendwann ist Wasser bei euch in der Wohnung. Deswegen, das Set von der Firma Juma. Peter, wie fandest du die Montage? War das jetzt kompliziert? War es einfach? Das war ganz einfach von mir. Ich war locker. Ich fand es auch. Es war eine super Geschichte. Das gesamte Konzept, was die Jungs bei Juma zusammengestellt haben, das ist, ich hatte es am Anfang gesagt, das ist Peter sicher. Nein, inzwischen, es ist Peter und Tuppe sicher. Wir können hier nichts falsch machen. Und wenn wir das schon können, dann könnt ihr das auf jeden Fall auch. Ja, das war unser Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns auch bestimmt in einem der nächsten Videos.